Dann scannen wir mal. Nein, scannen wollen wir gar nicht, wir wollen landen. Entdecken Sie Forschungsprojekte, indem Sie unterwegs gefundene Technologien scannen. Forschungsprojekte schalten effektive Upgrades frei. Ja, sowas tun wir. Wir schalten alles frei. Okay, der Grund, die Tali. Annehmen. Oh oh. Schwere Mächte zerstören. Habe ich die? Habe ich. Ach, du ahnst es nicht. Na gut. Dann wollen wir mal online die schweren Mächte zerstören. Werde beschossen. So, er ist weg. Er wird explodieren. Moment, müssen wir eben den da hinten irgendwie anlocken. Weil der macht nämlich sonst die ganzen Kisten kaputt. Hey! So. Okay. Aua. Das hat wie? Oh, der ist auch weg. Sonst noch irgendwo einer? 12 Stück nur. 12 Stück haben wir nur. Na, da hätten wir auch besser machen können. Naja, gut. Die Waffe habe ich gesucht. Wo warst du? Waffe? Hier haben wir noch ein bisschen Element Zero. Sicherheitszugriff. Feindliches Schiff im Orbit geortet. FFS ID beschädigt. Cerberus. Initialisiere Abschiedsprotokoll. Aktiviere Sicherheitssysteme. Zerstörungsbefehl erhalten. Initiere Routine. Routine initiiert. Aktiviere Mech-Sicherheit. Mech-Sicherheit aktiviert. Blockiere Zugriff auf Terminals. Blockiert. Abschiedsprotokoll abgeschlossen. Ah ja. Ja, da haben wir da hinten noch einen Knopf, den wir drücken können. Oder gucken können. Ach, vermutlich steht da dasselbe drin. Musste noch eine komplette Wartung vornehmen. Der Sand gerät immer wieder in unsere Ausrüstung. Erhöhe die Häufigkeit von Systemüberprüfung. Wir müssen bereit sein, den ganzen Laden zuzumachen, sobald uns jemand vom Orbit aus entdeckt. Tja. Entdeckt. Ja. Dann laufen wir ein Stück schneller und gucken, ob hier noch irgendwo was liegt. Hier hat er natürlich alles kaputt gemacht. Naja, gut. Nee, stimmt gar nicht. Da stand er. Hier hat er alles kaputt gemacht. Da hinten haben wir noch ein paar Energiezellen. Können wir auch noch mitnehmen. Auch wenn wir es nicht wirklich brauchen, aber... nur gut, was willst du tun? Das sagte der Peter zu Gudrun. Wo ist denn jetzt hier unser Gefährt? Da oben ist unser Gefährt. Tja, das war die Mission. Die war ja richtig lang. Na gut. Dann geht's zur nächsten. Und da fliegt er dahin, den Sonnenuntergang entgegen. Ja, hier haben wir 12 der 20 Kisten wurden gerettet. Ja, das ist mehr als die Hälfte. 6000 Credits. 500 Element Zero. Alles klar. Dann haben wir ja so ein bisschen zumindest geschafft.
Bisschen. Ein bisschen. Ein kleines bisschen, ne? Das kleine bisschen, das ist so schön. Ein kleines bisschen, da werde ich stehen. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen wieder zurück. Okay. Dann müssen wir wieder auf die Galaxiekarte. Und da unten zum Massenportal. So. Dann gehen wir zu dem Treibstoffdepot. Gucken, ob wir hier noch was brauchen. Ja, ein bisschen Treibstoff werden wir mal kaufen. Oh, Moment. Ansonsten nehmen wir auch mit. Auch wenn wir sie jetzt nicht brauchen, aber muss ich da später nicht dran denken. Okay, falsches Signal deaktivieren. Ja, bevor wir mit der Hauptmission weitermachen, will ich jetzt erstmal ein paar Nebenmissionen machen. Die Hauptmission müsste sein, dass wir zum Beispiel zu dem Reaper-Dings gehen. Friedhof. Naja, zu dem Schiff, was halt in dieser komischen Sonne ist. Ja, ja. Wo haben wir denn die Anomalie? Ja, Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Anomalie geortet. Das beim ersten Suchvorgang geortete Notsignal wurde jetzt als Fälschung bestätigt, mit der ahnungslosen Schiffe in den Orbit gelockt werden sollen, wo Piraten sie dann überfallen. Erste Scans legen nahe, dass die Deaktivierung des falschen Notsignals die Transmission der Blue Suns unterbricht und an dieser Stelle weitere Überfälle aus dem Hinterhalt verhindert. Oberflächenscans zeigen eine Konzentration von Kommunikationssignaturen der Blue Suns rund um einen Shuttle-Hangar. Okay. Dann wollen wir nochmal gucken, was die Blue Suns wieder für einen Blödsinn machen. Müssten wir eigentlich immer Said die Schuld dafür geben, da die schließlich gegründet. Böser Said. Böse. Er hat keinen Punkt. Er hat zwei Punkte. Verstärken. Verstärkt Panzerung. Verstärkt Panzerung klingt gut. Sie hat auch zwei Punkte. Energieentzug. Sie können innerhalb eines kleinen Wirkungsbereichs Energie von synthetischen Feinden und aus genetischen Barrieren der Gegner absaugen und so und damit ihre Schilde regenerieren. Ja. Das wäre das, was wir auch haben. Kann die Tali bestimmt auch gebrauchen. Hier, und er steht da einfach nur und guckt zu. Ah. Ah, jetzt. So, dann wollen wir mal gucken, was die hier... Angriff aus dem Hinterhalt. Jojo, so immer so. Oh, einmal nachladen. Auf die Optiken, Shatika. Auf die Optiken. Ja, genau, auf die Optiken. Und der wieder mit seinem scheiß Raketenwerfer. Los, stirbt man. Wie ziel ich heute schlecht? Ich ziel sehr schlecht. Bus verloren. Er ist immer noch tot. Aber jetzt muss erstmal der da weg. Weil der nämlich stört. So. Einer ist erledigt. Finger weg von Tali. So. Haben wir das auch. Immer schön die Finger weg. Finger von die Dinger. So einfach ist das. Was haben wir denn hier? Iridium. Mhm. Haben wir sonst noch irgendwo Munition, die ich gerade übersehen habe? Nö. Na gut. Wo ist denn das Datenpad? Wo ist denn hier ein Datenpad?
Hä? Da stand doch gerade im Datenpit. Ah, da. Ein Shuttle ist gerade vor dem Südeingang gelandet. Geht raus und macht sie fertig. Sofort. Genau. Kommt her und macht uns fertig. Sofort. Aufgrund von Befürchtungen bezüglich der Sicherheit der Angestellten wird die Brunfeldmine bis auf Weiteres geschlossen. Machen wir mal so. Ja, viel Spaß. Oh, da ist auch noch eine. Bitte schön. Knapp sie dir, Techniker. Oh, hier haben wir noch eine. Ich gehe rein. Wie, du gehst rein? Das ist Tali-Tour, hab ich dir schon mal gesagt. Bumm! Da brennt er! Heute gibt es Fleisch zu essen. Oh, Menschenfleisch. Oh. Los. Fall um. Spür den Blutrausch? Was denn für ein Blutrausch? Grund? Was machst du schon wieder? Noch einmal nachladen. Na. Der sieht aus wie von Militär. Und das ist nicht gut. Haben wir hier unten noch was? Munition. Ganz viel Munition. Tja, welche Richtung gehen wir? Hier ist offen. Ich speichere mal ganz kurz. Abschlussmitteilung. Dank Philips brillanter Erweiterung der nördlichen Minentunnel ins Casino letzte Woche wird unsere kleine Anlage auf unbestimmte Zeit geschlossen. Alle Teams werden in Kürze zur nächstgelegenen Sternenbasis transferiert. Ah ja, okay. Hier ist die Tankine, Kantine. Alter. Jack oder was? Hätte ich doch andere Seite weitergehen sollen, oder? Oh Mann, den nehmen wir hier gleich wieder raus. Hau ab. Nein, tötet sie nicht. Lass den kleinen Bot in Ruhe. Glaub ich spinn. Tötet sie. Was sind wir denn hier? Gibt's nicht. Hier wird nichts getötet. Außer ich schieß drauf. Und dann ist das Notwehr. Oder so. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wandsafe. Nee, Wandsafe nehmen wir mit. Da-dam-da-dam-da-dam-da-dam. Ja. Der Wandsafe. Bitteschön. Dankeschön. Weitergehen. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Die Credits sind weg. Warte, wo war denn hier jetzt? Da hinten. Hey Cousin, dieser Schwachkopf Selim hat mich gerade völlig grundlos gefeuert. Ich schwör dir, der Typ hat's auf mich abgesehen. Es heißt, die Blue Suns heuern Leute an, um auf Omega einen Irren zu erledigen, der auf Selbstjustiz macht. Ich werde ihnen zeigen, wie sowas geht. Wünscht mir Glück. Ah ja. Wen meinen die da nur? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer gemeint ist. Aber nun gut. Ich muss ja auch nicht alles wissen. Oh, jetzt gehen wir da mal durch dieses Loch. Warum auch man immer hier ein Loch reingesprengt hat. Vielleicht hatte jemand Hunger und wollte schnell in die Kantine. Man weiß es nicht. Zumindest ist hier noch ein Bohrkopf. Nee, doch nicht. Sah nur so aus, oder? Ja doch, könnte doch ein Bohrkopf sein. Iridium. Hier kommen doch bestimmt gleich wieder Blue Suns angerannt. Die sind doch nie weit weg. Die ollen Sunnies. Sunny Boys. Ist hier noch irgendwas? Nur eine Kiste mit was Grünem drin. Ja, keine Ahnung, ob die hier Schnörer sammeln oder so. Gibt dort Es kommt in Kürze eine große Ladung von der Ausgrabungsstätte rein, Jungs. Schafft die unsortierte Fracht in die Minen, um Platz zu schaffen.
Ah ja. Gibt ja Leute mit komischen Hobbys. Oh ja, haben wir noch Munition. Das ist natürlich gut. So. Wer immer Sie sind, ja? Sie schaffen es auf keinen Fall lebend hier raus. Nicht? Wollen wir wetten? Ah ja. Wir wurden entdeckt. Nein, wir wurden nicht entdeckt. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Und ich muss die andere Waffe. Los, mach sie kaputt. Was ist der andere? Dahin. Aua. Die sind beide schon tot. Ja, das ist ja auch super. Okay, der ist weg. Oh. Na komm schon. Komm. Du willst da auch. So. Jetzt kommen die wieder angekrochen. Ich verletze niemand. Was? Hau ab. Hau ab, hab ich gesagt. Komm. Das müssen Sie beiden klappen. Ja, hoffe ich. Zu spät, jetzt bist du tot. Genau, moin. Moin, Platz. Wo ist denn da noch einer? So. Ja, genau. Versteck dich da so komisch. Du bist ja ein Vogel, ey. Nein, zurückwechseln. Wechsel doch nicht immer die Waffe, wenn ich das nicht will. Menno. Da können wir lang umgehen. Hier können wir was umgehen. Was haben wir denn hier? So. So. Okay. Notüberlastung. Ja, Moment, das machen wir gleich. Ich will erst hier reingehen. Ich will erst gucken, was da ist. Oh, da hinten ist noch Munition. Die nehmen wir natürlich noch mit. Ja, okay. War jetzt nicht so viel. Aber besser wie nüscht, ne? Wie nüscht. Ah, die Tali springt schon wieder rum. Die macht Aerobic. Ist das nicht niedlich? Voll hübschig. So. Was haben wir hier noch? Ein Raum. Schon wieder jemand gefoltert wurde. Kundenvertreter kommt. Ein Vertreter des künftigen Kunden ist heute angekommen. Er hat um Diskretion gebeten, was mich stutzig gemacht hat. Auf Commander Santiagos Vorschlag hin werde ich versuchen, den Vertreter dazu zu überreden, mir die Art und Aufenthaltsort der Fracht mitzuteilen. Ja, so kann man Folter auch nennen. Proteaner-Artefakt bestätigt. Na, das ging ja schnell. Der Vertreter des Kunden hat mir alles gesagt, ohne dass ich groß Druck ausüben musste. Commander Santiagos Vermutung war richtig. Der Kunde will uns dafür anheuern, ein proteanisches Artefakt von den Ausgrabestätten abzutransportieren. Noch etwas mehr Druck und er wird uns bestimmt auch die Position der Ausgrabungsstätte verraten. Position der Ausgrabungsstätte bestätigt. Diesmal musste ich etwas intensiver nachbohren, aber letztendlich hat der Vertreter doch die Position der Ausgrabungsstätte preisgegeben. Ich schicke jetzt Schiffe und Männer dorthin. Santiago wird zufrieden sein. Das proteanische Artefakt ist viel mehr wert, als wir uns seinen Transporter, als wir für seinen Transport bekommen würden. Okay. Ja. Wenn die Hintergehenden hintergangen werden. Das ist halt, ne? Maste. Geschäfte mit Söldnern. Kann das in die Hose gehen? Wie man sieht. Okay.
Hier haben wir noch ein Saraffe. Eine Saraffe. Mit ein bisschen Credit. So. Da, 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 da. Ja, komm da hin. Du da. Und du da. Hurra, hurra, du da. Okay. Okay, okay. Alles ist okay. So, dann können wir jetzt hier noch eben uns hier umschauen. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich irgendwann noch den anderen Planeten finden. Oh, ganz lässig. Oh, oh. Wir haben es geschafft, ganz genau. Notsignal in der Boomfeldmine deaktiviert. Widerstand der Blue Suns vollständig eliminiert. Ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Kredit, ein bisschen Iridium. Fertig.